Hopp miteinander, ich bin der Marlon und mache hier bei der Plastons Lea als Konstrukteur. Und er darf mich heute bei meinem Prostatag begleiten. Meine Haupttätigkeiten sind 3D-Konstruktion am CAD für Spritzgusswerkzeug sowie Tiefzucheinlagen und Zeichnungen für die Polymechanik am Werkzeugbau geben, damit sie meine Teile herstellen kann. Am liebsten hier bei der Firma Plaston tue ich so ganze Projekte betreuen. Das ist das Schöne bei uns in der Firma, dass ein Lehrling kann, quasi von Anfang bis zum Schluss am Projekt dabei sein kann. Das heisst, du musst nicht nur CAD-Konstruktionen machen, sondern du darfst auch ein bisschen Planung übernehmen und bist halt überall ein bisschen dabei und hast überall einen kleinen Einblick. Also sehr stolz habe ich gemacht, als mein erstes eigenes Spritzgusswerkzeug, das ich konstruieren durfte, mit Hilfe auf die Maschine gegangen ist und zuerst mal mit dem produziert wurde. Ich war auch sehr nervös und hatte auch ein bisschen Angst, aber es ist alles gut rausgekommen. Die ersten zwei Jahre bist du relativ viel im UK. Im ersten Jahr betrifft das Grundfähigkeiten lernen und das zeichnerische Fähigkeiten von Hand erlernen. Und im zweiten Lehrjahr machst du ein kleines Werkstattpraktikum, wo du quasi das Handwerk und Polymechanik lernst. Als Konstrukteur solltest du Technik interessiert sein, sowie ein bisschen früher an Mathe und Physik haben, weil du einen grossen Bestandteil an der Schule hat. Und du solltest im Team arbeiten können, weil du in einem Team nachher in der Firma arbeitest. Als ich am Anfang meiner Lehre angefangen habe, sind die Leute sofort offen auf mich zugekommen und dadurch habe ich mich sehr gut integriert gefühlt von Anfang an. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in meinen Berufsalltag bekommen und ich würde mich freuen, wenn ihr zu uns geschnuppern würdet.